In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Zahnschienen richtig reinigt. Vielleicht habt ihr eine Knirscherschiene oder eine Zahnschiene, um die Zähne zu begradigen und wisst noch nicht so richtig, wie ihr sie sauber macht. Ihr erfahrt alles darüber in diesem Video. Hi, mein Name ist Tatjana Fegner. Ich bin Zahnärztin und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch auf Abonnieren. Genau. Und dann geht's los. Vielleicht habt ihr sowas hier schon mal gesehen oder ihr tragt es selber. Gerade während der Pandemiezeit brauchten vermehrt Patienten eine Knirscherschiene, um das nächtliche Knirschen so ein bisschen abzufedern und die Zähne zu schützen. Das sind Kunststoffschienen. Und was bei diesen Kunststoffschienen passiert, ist, dass die genauso wie die natürlichen Zähne Zahnstein ansetzen. Das heißt, wenn man diese Schienen nicht richtig pflegt, dann werden sie relativ schnell verunreinigt. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr dabei zu beachten habt. Und zwar ist der wichtigste Tipp eigentlich, dass die Oberfläche der Zahnschiene intakt bleibt. Also es ist eine glatte und polierte Kunststoffoberfläche. Das heißt, ihr solltet auf alle Reinigungsmittel verzichten, die diese Oberfläche aufrauen. Das bedeutet, Zahnpasta ist gar keine gute Idee. Da sind nämlich Schleifkörper drin und wenn ihr die Zahnschiene morgens und abends oder nach dem Tragen mit der Zahnpasta putzt, dann wird die Oberfläche rau und setzt noch viel schneller Zahnstein an. Ebenso keine gute Idee sind alle Hausmittelchen, also Essig oder Backpulver habe ich schon mal gehört und wir hatten auch schon mal einen Patienten, der hat die Schiene gekocht, die war dann platt, also so solltet ihr sie nicht reinigen. Am einfachsten ist es, wenn ihr einen Tropfen Spülmittel nimmt, im Endeffekt ist es ja auch nur Kunststoff oder aber auch Seife. Und wie ihr es genau putzt, würde ich euch jetzt einmal zeigen. Zum Reinigen der Zahnschiene ist es wichtig, was für eine Art von Zahnbürste ihr nehmt. Und zwar solltet ihr auf weiche Borsten setzen. Bei den groben Borsten, also bei den harten oder selbst bei den mittleren, lauft ihr Gefahr, auch dort die Oberfläche der Schiene aufzurauen. Also wählt eine weiche Zahnbürste. Und dann geht es einfach mit einem kleinen Tropfen Spülmittel weiter. Wenn ihr die nicht zur Hand habt, dann könnt ihr genauso ein kleines bisschen Seife nehmen. Dann geht ihr vorsichtig über die Oberfläche der Schiene. Wirklich vorsichtig, ihr müsst nicht schrubben, gilt genauso für die Zahnschiene wie für eure eigenen Zähne. Das gleiche von allen Seiten, auch von innen. Und das reicht schon. Dann natürlich gut abspülen. Wichtig wäre jetzt, dass die Schiene zum Trocknen in eine Dose gelegt wird, die schön luftdurchlässig ist. Ich zeige euch mal, was für eine Dose das sein könnte. Meistens bekommt ihr die auch direkt beim Zahnarzt, wenn ihr die Schiene eingesetzt bekommt. Genau, diese Dose hier hat kleine Luftlöcher, damit die Schiene schön trocknen kann. Und dort legt ihr sie einfach rein bis zum nächsten Einsatz. Also ihr seht schon, es braucht nicht viel, um diese Schienen gut zu reinigen. Wie gesagt, das gilt für Knirscherschienen und genauso für die durchsichtige Zahnspange. Die könnt ihr ganz einfach mit Spülmittel oder Seife reinigen, so wie ich es euch gerade gezeigt habe. Eine häufige Frage ist noch, wie oft soll ich die Schiene putzen? Nach dem Tragen. Das heißt, wenn ihr sie nachts tragt, dann einfach am Morgen einmal reinigen. Es kann sein, dass trotz super guter Pflege, ihr macht es genauso wie in diesem Video gezeigt, dass die Schiene irgendwann etwas porös wird und die Oberfläche rau. Das liegt einfach an der Abnutzung. Ihr knirscht ja auf der Schiene, das heißt, es wird permanent Material abgetragen und dann bringt ihr sie einfach mit zur nächsten Vorsorgeuntersuchung. Das ist sowieso gut, dann kann der Zahnarzt kontrollieren, ob der Biss noch passt und kann diese Stellen gegebenenfalls auch überpolieren. Wenn die Schiene, warum auch immer, trotzdem viel Zahnstein ansetzt, dann können wir sie auch in der Zahnarztpraxis richtig professionell reinigen. Also ihr geht zur professionellen Zahnreinigung und die Schiene wird parallel gereinigt. Genau, ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen zu dem Thema beantworten und ihr habt jetzt super saubere Schienen. Ich hoffe natürlich für euch, dass ihr nicht so dolle knirscht und nicht so viel Stress habt. Wenn ihr euch noch ein bisschen entspannen wollt, dann schaut unsere Videos und freut euch auf viele spannende Inhalte. Bis dahin!